Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, welche Möglichkeiten sich aus dem 29.08. ergeben können und welche nicht. Miriam hat heute ein aufrüttelndes Video darüber gemacht, dass schlimme Dinge bevorstehen und dringender Handlungsbedarf ist, dass die sogenannte NWO die Freiheiten der Leute immer weiter einschnürt und dass wir nicht mehr viel Zeit haben und dringend etwas passieren muss. Ich denke, was die NWO betrifft und was andere Dinge betrifft, vieles von dem, da ist wahrscheinlich viel Wahres dran, von dem, was Miriam sagt. Wobei ich denke, es schwer finde, es zu greifen. Es ist aber ein Fehler, ein großer Fehler dabei, den meiner Meinung nach Miriam macht. Und zwar geht sie davon aus, dass wir sozusagen schon in der Mehrheit sind. Das ist aber nicht so. Sondern faktisch ist es so, das ist so ein bisschen verwirrend. Sie sagt ja auch Schwarz-Grün. Die Leute würden jetzt Schwarz-Grün wählen, wenn man Neuwahlen ausrufen würde. Und das zeigt unser Problem. Wir sind im Moment in der Minderheit. Die Leute sind von den Altmedien kontrolliert, kann man sagen. Das ist aber nicht ganz richtig, sondern viele Leute lassen sich auch in Anführungszeichen kontrollieren. Das heißt, sie nehmen das als Alibi. Sie täuschen selbst. Sie sind ein Teil der ganzen Täuschung. Sie wollen selber den Systemumsturz. Sie wollen die Täuschung mitmachen. Das heißt, kontrollieren und kontrollieren lassen wollen, das ist ein undurchsichtiger Übergang zwischen diesen beiden Dingen. Man kann, denke ich, davon ausgehen, dass ungefähr 20% der Bevölkerung den Systemwechsel wollen, die keine Demokratie wollen, das aber nicht zugeben, die täuschen. Das sind vor allem aus meiner Sicht die Grün-Rot-Wähler, der harte Kern. Jetzt kann man sich fragen, was ist das Motiv dieser Leute? In der Demokratie geht es ihnen doch gut. Wieso wollen sie jetzt den Systemwechsel? Und der Grund ist evolutionär bedingt. Sie spüren, dass sie in anderen Systemen, dass sie darin mit besser zurechtkommen, dass sie da einen Vorteil haben. Nehmen wir als Beispiel talentierte Wissenschaftler oder anderen Leuten, die jetzt hier blühen können, die jetzt hier ihre Fähigkeiten ausspielen können. Diese Leute sind aber vielleicht besser im Mobben, im bösartig Framen. Das ist ihre Stärke. So haben sie die Oberhand. Und dann ist es klar, dass in einer Demokratie, wo diese Fähigkeit nicht ausspielen können, da sind sie nicht so gut aufgehoben wie in einem anderen System, wo Denunziation, wo solche sozialen, bösartigen Fähigkeiten gefragt sind. Sie sind in einem solchen System besser aufgehoben. Deswegen wollen viele Leute den Systemwechsel. Das heißt, da gibt es ein evolutionär bedingtes Motiv von vielen Leuten, die sozusagen das Wissen, das nehmen sie vielleicht bewusst gar nicht wahr, aber deren Unterbewusstsein sagt, ja, wir fühlen uns hier nicht wohl, wir wollen hier was anderes. Das heißt, da ist so ein tiefliegendes Bedürfnis, aus diesem jetzigen System rauszukommen. Und es gibt noch ein weiteres Motiv. Das ist das Machtgefühl von Wissensvorsprung. Das ist auch so intuitiv. Wenn sie mehr wissen, bedeutet immer Macht. Das ist ja an der Börse zum Beispiel so. Wenn man jetzt einen Wissensvorsprung hat, dann kann man ganz leicht ganz viel Geld verdienen. Dann hat man einen Vorteil über die anderen Menschen. Und genauso ist es auch bei anderen Dingen. Und das spürt der Mensch auch intuitiv. Bei mir im Sportverein, da gibt es zum Beispiel auch so Leute, die probieren immer einen Wissensvorsprung auszubauen und probieren, dass sie mehr wissen als andere. Das ist ein Machtvorteil. Und so ist es wahrscheinlich in ganz vielen Bereichen so. Immer wenn man mehr Wissen hat, dann hat man Macht. Und man kann sich jetzt einfach einen Wissensvorteil verschaffen durch Täuschung. Das heißt, man spielt den anderen Menschen was vor. Die sollen das glauben, aber in Wahrheit ist es ganz anders. Und das motiviert die Menschen dann, wenn die Leute drauf reinfallen. Beispielsweise diese ganzen Linken auf Stürzenberger Demos oder bei Fridays for Future. Wir sollen glauben, diese Leute sind dumm, die wissen nicht Bescheid. Aber in Wahrheit wissen sie genau Bescheid über das Ganze. Und sie lassen uns aber denken, sie wären irgendwie doof. Und dann probieren wir sie mit Sachargumenten zu überzeugen. Aber in Wahrheit wissen sie schon alles. Das gilt für die ganzen Politiker, für die ganzen Altparteien. Diese Leute und auch die Altmedien, die wissen über alles bestens Bescheid.
diese Leute mit Sachargumenten zu überzeugen, die wissen sowieso alles. Es gibt aber viele Leute, die wissen es nicht, die wissen nicht Bescheid. Aber diese Leute, die täuschen, diese harten 20%, die wissen über alles Bescheid. Diese Leute werden wir auf der Demo nicht überzeugen können. Was wir nur machen können, ist, wir können die Mitläufer auf unsere Seite ziehen. Und das erreichen wir, indem wir diese bösartigen 20%, die meiner Meinung nach, ihr könnt ja schätzen, was ihr denkt, dass es, ob es mehr sind. Ich denke, dass so 20% wollen den Systemwechsel. Und die anderen sind mehr oder weniger Mitläufer, die je nachdem, was opportun ist, da machen sie mit. Und wenn wir die Mitläufer auf unsere Seite ziehen wollen, dann müssen wir diese 20% schwach aussehen lassen. Dann müssen wir diese 20% demotivieren. Und das tun wir, indem wir aufzeigen, dass ihre Täuschung nicht klappt. Dass sie uns nicht täuschen können. Es war früher viel zu oft, habe ich immer gelesen, ja, die dummen Grünen, die sind so hirnamputiert, die sind so doof. Und da hat man sie immer unterschätzt, weil sie mit uns gespielt haben. Sie haben so getan, als wären sie doof und hätten keine Ahnung. Dabei haben sie immer alles genau gewusst und haben in Wahrheit mit uns gespielt. Und das haben diese ganzen Leute auch intuitiv bemerkt. Und wenn man jetzt die Mitläufer auf seine Seite ziehen will, dann muss man diese Leute schwach aussehen lassen. Das heißt, wenn wir auf der Demo sind, dann müssen wir die richtigen Worte finden für diese Leute. Dass sie eben nicht doof sind, sondern dass sie eine bösartige Absicht haben. Dass auch viele Leute eine bösartige Absicht haben. Dass es nicht so ist, dass es gibt nur eine NWO und die ganzen anderen Leute, die fallen dann drauf rein. Sondern es gibt hier viele Leute. Das ist diese NWO, das ist alles, wir wissen es ja gar nicht genau, was da vor sich geht. Wir stellen nur fest, dass systematisch die Medien täuschen. Und zwar sich aufeinander anpassen. Es ist aber auch so, dass sie sich nicht vollkommen gleichförmig sind. Zum Beispiel bei Corona, da haben sie auch erst ihre Linie finden müssen. Interessant ist zum Beispiel auch bei Hendrik Streeck, bei Lanz. Da werde ich bald ein ausführliches Video machen. Dass jetzt im Juni und Juli, da konnte Streeck relativ frei erzählen. Dass, also im Grunde konnte dann die Leute schon erahnen, dass der Lockdown im Nachhinein ein Fehler war. Und da hat auch Streeck die Forderung aufgestellt, dass man mal eine Immunität aufbaut. Jetzt war Streeck wieder bei Lanz und von dem Ganzen war plötzlich überhaupt keine Rede mehr. Sondern es ging bei Spahn irgendwie darum, um seine Maske. Oder es kamen irgendwelche vorgeschobenen Themen, aber es wurde überhaupt nicht mehr ob das jetzt diese ganzen Maßnahmen mit der Maske, ob es richtig ist, es wurde überhaupt nicht in Frage gestellt. Und auch Streeck hat es sich nicht getraut, in Frage zu stellen. Sondern das war sozusagen, wurde dann so getan, als wäre das völlig klar und da gäbe es überhaupt nichts mehr zu diskutieren. Da hat man aber dann gemerkt, dass Lanz erst so seine Linie finden musste. Dass ihm nicht genau klar war, was er jetzt machen kann und nicht, weil er jetzt ja umgeschwenkt ist. Aber plötzlich ohne Not, also ohne, dass man jetzt erkennen kann, das wäre jetzt ja logisch gewesen, so wie Streeck jetzt die letzten Male argumentiert hat, dass man jetzt wieder diskutiert. Ist das denn alles adäquat mit den Masken an der Schule? Überhaupt mit den Maßnahmen? Ist es jetzt adäquat, die ganzen Gastwirte pleite gehen zu lassen? Die Evidenz, wie gefährlich ist Corona? Ist es das alles? Passt das alles wirklich? Darüber wurde überhaupt nicht diskutiert. Das stand überhaupt nicht zur Diskussion. Sondern es ging immer nur, Infektionszahlen sind zu hoch. Auch, dass jetzt die Infektionszahlen hoch sind, weil mehr getestet wird. Das wurde überhaupt nicht angeschnitten. Das wäre bei Lanz aber früher sehr wohl angeschnitten worden. Das zeigt, dass es jetzt keine feste Person gibt, die jetzt Lanz sagt, du musst jetzt genau das und das machen, sondern Lanz hat jetzt irgendwie gemerkt, aha, er kriegt das indirekt zu spüren. Das heißt, hier wirken Kräfte indirekt. Und woher diese Kräfte kommen, das wissen wir nicht genau. Wir wissen nur, dass sie da sind. Und was können wir jetzt machen auf der Demo? Im Grunde eigentlich nur zwei Dinge. Wir müssen die Demo dokumentieren. Das heißt, wir brauchen jetzt Bilder mit wirklich, dass es so viele Menschen waren, wie da waren. Und es muss friedlich bleiben. Das ist das Einzige, was man machen kann. Weil, wenn sich diese Bilder verbreiten, dann kommen vielleicht mehr Leute zum Nachdenken. Und wenn dann die Leute zum Nachdenken kommen, dann gehen sie auf YouTube und dann wird den Altmedien und den dahinterstehenden Mächten, woher sie sich immer rekrutieren, denen wird die Machtbasis entzogen. Diese Leute, die Altmedien und die Altparteien, die ja dem anhängen, sie probieren, genau so weit zu gehen, wie es der Bevölkerung vermittelbar ist. Sie testen sich so Stück für Stück vor und gucken immer, was geht. Das war schon bei der AfD so. Da wurde ja die Hetze gegen die AfD immer weiter verschärft. Und weil auch die AfD immer oft sehr schwach reagiert hat,
sozusagen es viele Frames hingenommen hat, ohne die Altmedien und die Altparteien dafür adäquat anzugreifen. Deswegen hat sich das immer mehr, ist das immer mehr eskaliert, hat sich immer mehr verschärft. Das heißt, diese Altmedien, die testen immer aus, wie weit können sie gehen. Und wenn jetzt die Leute diese Demo-Bilder sehen, dann sehen sie, sie können nicht unbegrenzt weit gehen, sondern jetzt kommen die Leute zum Nachdenken und regen sich auf. Und wenn die Leute dann nicht mehr Altparteien wählen, sondern dann kommt eine neue Partei, die aber sich aus den YouTube-Guckern rekrutiert, eine große Partei, dann wird diesen Leuten automatisch die Machtbasis entzogen. Das heißt, wenn wir jetzt, unser Ziel kann es nur sein, die Leute von den Altmedien wegzubringen. Und da ist, steht der Tropfen höhlt den Stein. Da kann man jetzt von der Demo am 29.8., da kann man nicht zu viel erwarten. Sondern Stück für Stück auch Briefkastenflyer, einfach mit Fakten, die einfach die täuscherische Art und Weise von den Altmedien aufzeigen. Stück für Stück muss man diese Leute wegholen. Und was man jetzt nicht machen darf auf der Demo am 29.8. ist, den Altmedien Vorlagen zu geben. Wenn man das jetzt so macht wie Miriam, dass man dann schon aggressiv wird und sagt, ja, wir brauchen jetzt eine neue Regierung, dann ist es ganz leicht, die Demonstranten zu framen. Zu framen als aggressive Spinner. Deswegen muss es unbedingt friedlich bleiben. Und auch, ich finde das ja toll, wie emotional Miriam ist. Aber das ist ganz gefährlich, wenn man den Altmedien irgendwelche Vorlagen gibt mit Aggressivität. Und dass man, dann wird man einfach so abgestempelt, man gehört in eine Irrenanstalt. Sondern es müssen einfach, die Leute müssen sehen, hier sind viele Leute, die sind überhaupt nicht einverstanden. Und dann müssen diese Leute neugierig werden, dann muss man sie auf die YouTube und auf die ganzen anderen Plattformen, auf die zensurfreien Plattformen auch noch bringen. Und wenn das gelingt, wenn man diese Leute da wegbringt und die Altmedienleute auch schwach aussehen lässt, dann entzieht man ihnen die Machtbasis. Und dann die ganzen Altparteien, Leute, die hängen ja an den Altmedien dran. Die können die ja fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Wenn die Altmedien aber keine Macht haben, es ist ja so, die Altmedien steuern die Leute, manipulieren die Leute und dadurch wählen die Leute die Parteien, die die Altmedien wollen. Wenn jetzt aber die Altmedien die Leute nicht mehr manipulieren können, dann springen auch die Altparteien nicht mehr nach der Pfeife von den Altmedien. Das heißt, man zieht oder den an oder anderen Parteien, neuen Parteien. Das heißt, man muss einfach den Altmedien systematisch die Machtbasis entziehen. Und dafür muss man die Leute weglocken, dafür brauchen wir Bilder und dafür muss es friedlich bleiben auf der Demo. Unbedingt. Keine Aggressivität, um jeden Preis. Natürlich, die werden sich irgendwas einfallen lassen, um Bilder zu erzeugen, die negativ sind für die Demonstranten. Irgendwelche Pläne werden sie aushacken. Auch vielleicht, dass Demonstranten da reingestreut werden, so Pseudodemonstranten von der Antifa, irgendwas werden sie machen, aber man darf sich auf keinen Fall irgendwie provozieren lassen. Auf gar keinen Preis. Oder man muss es dann sofort aufklären können, wenn dann irgendwelche Provokateure, wo die herkommen. Weil es ist natürlich klar, die Altmedien werden dann mit den Kameras, die werden wahrscheinlich sich schon irgendwie absprechen, dann warten die schon mit den Kameras und dann zeigen die vielleicht den Hitlergruß oder machen sonst irgendwelche Sachen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe. Macht's gut.